Hi, die hintere Radabdeckung dient nicht nur als Kennzeichenhalter, sie schützt das Heck auch vor übermäßiger Verschmutzung, insbesondere wenn man eine Verlängerung montiert hat. Nachteil, vom Reifen sieht man nichts mehr. Und im Fall einer Panne oder eines Radausbaus ist die gesamte Geschichte total im Weg. Aber sie soll sich einfach demontieren lassen. Schauen wir mal. Zum Abbauen des Fenders müssen zuerst diese beiden 5 mm Inbusschrauben entfernt werden. Durch die schräge Platzierung der Schrauben tappt man beim Ansetzen des Inbusschlüssels leicht im Dunkeln. Licht ist da hilfreich. Das Entfernen der Abdeckung des Notschließzylinders des Topcase ist nicht zwingend erforderlich, aber schnell gemacht. Einfach abhebeln. Neben den Schrauben wird der Fender noch durch 5 Steckverbindungen gehalten. Zum Lösen zieht man am besten zuerst beherzt an der Fenderunterseite und dann gefühlvoll im oberen Bereich. Abschließend muss noch der elektrische Anschluss der Kennzeichenbeleuchtung getrennt werden. Erstaunlich, was sich in nur 4 Monaten an Dreck angesammelt hat. Eine gute Gelegenheit für eine Reinigung und eine Komplettzerlegung, um sich die Fillplates und den zusätzlichen Spritzschutz einmal genauer anzusehen. Doch zuerst ein Blick auf die Steckverbindungen. Unten ein zentraler Zapfen mit zugehöriger Gummitülle. Darüber 2 äußere Laschen mit Rastnasen und zugehörigen einfachen Kunststofföffnungen. Und 2 gleichartige Laschen und Öffnungen am oberen Rand. Der Steg mit der Gummitülle ist mit 2 Schrauben befestigt und kann ebenfalls leicht abgenommen werden. Danach ist der Reifen gut zugänglich. Mein Heckfender hat zusätzlich noch Fillplates und einen Spritzschutz als Verlängerung bekommen. Alle Gummiteile verfügen über eine Nut für eine optimale Verbindung mit dem Heckfender. Für einen guten Halt sorgen verschraubte Metallträger. Beim Anbau des Fenders muss natürlich zuerst die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen werden. Dann die oberen Laschen einstecken und danach den Zapfen in der Gummitülle einrasten lassen. Zuvor aufgebrachte Silikonpaste vereinfacht das Ganze, auch für einen späteren Ausbau. Beim Eindrehen der Schrauben darauf achten, dass das Werkzeug parallel zur Fahrzeuglenksachse und etwa 45 Grad geneigt gehalten wird. Wenn dieses Video bei YouTube erscheint, dann bin ich gerade in den Alpen mit Goldwing und Zelt unterwegs. Falls das Wetter nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Danach geht's weiter nach Amsterdam mit einem Zwischenstopp in Uslar. Inspektion. Von Amsterdam bringt uns die Fähre nach Newcastle. Eine Tour mit dem GWCD kreuz und quer durch Schottland. Wieder zurück in Deutschland rollen wir direkt nach Extertal, ins Hotel Burg Sternberg. Denn dort veranstaltet der GWCD den Saisonabschluss. Also nicht wundern, wenn auf diesem Kanal in nächster Zeit nicht viel passiert. Bleibt uns trotzdem treu. I'll be back.